Ich bin Marcel Meyer. Ich bin jetzt 31 Jahre alt, bin die vierte Generation bei uns. Wir wurden vor knapp 100 Jahren gegründet. Mein Opa hat das gemacht, sind auch seitdem hier in Warnholz ansässig, seit 1928, 25 gegründet in Eschede. Sind ein Familienbetrieb durch und durch. Alle sind mit drin, sei es Onkel, Cousin, Schwester, Vater, Mutter. Vor 4 Jahren kam mal der Gedanke, neu zu bauen. Das war ein ganz, ganz großes Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, weil wir einfach für die Zukunft natürlich was erschaffen wollen, wo ich auch sage, da möchte ich gerne weiterarbeiten. Und dafür stehe ich auch mit dem Namen Meyer, den möchte ich gerne positiv vertreten, ich möchte alle stolz machen. Und von daher haben wir diesen großen Schritt gewagt und haben eine ganz neue Backstube gebaut. Und wir können auch wirklich mit Stolz behaupten, das ist eine der modernsten Handwerksbackstuben, also nicht Industrie, sondern Handwerksbackstuben in ganz Europa mit ist. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einfach konstanten guten Durchlauf haben. Und deshalb ist es auch wichtig, diese Sachen vernünftig zu überwachen. Jede Stunde kostet Geld, wenn eine Maschine nicht läuft. Mein Name ist Oliver Schulz. Ich bin bei Bender als Applikationsingenieur tätig für den Applikationsvertrieb. Bin für den Bereich Norddeutschland zuständig, betreue dort Industriekunden im Bereich Differenzstromtechnik und auch Kunden für IT-Netze mit Isometern, mit Fehlersuchsystemen. Die Bäckerei Meyer ist ein mittelständischer Handwerksbetrieb, der sehr dezentrale Verteilungen hat. Hier im Gebäude gibt es über 13 verschiedene Unterverteilungen, die entsprechend lokal differenzstromtechnisch betreut werden sollten. Das war eine spezielle Herausforderung und konnten wir eigentlich gerade besonders gut lösen mit unserem neuen RCMS 410er Schräger 24, was ein ganz tolles Gerät für diese Applikation ist. Da konnten wir das ganze Projekt sehr kostengünstig hier einspielen und das war eigentlich ein Hauptpunkt mit, dass auch die Kostenschiene in einem gewissen Rahmen bleibt. Das haben wir hier hervorragend lösen können. Wenn eine Maschine ausfällt, ist nicht das Problem nur da, sondern es ist auch da. Die Mitarbeiter werden frustriert, wenn wieder die Anlage nicht läuft und schon wieder. Und dann muss man wieder 2 Leute anrufen, die müssen mit unterstützen, mithelfen. Von daher kann man nicht nur sagen banal, okay, es ist die Anlage, die nicht läuft, sondern alles, was dahinter hängt, das ist enorm, sehr, sehr groß geworden bei uns. Dieses Projekt Bäckerei Meyer, was wir hier aktuell vorstellen wollen, ist umgesetzt worden im letzten Jahr. Interessant war, bei der Projektierung des Projektes bin ich an den Herrn Meyer herangetreten, beziehungsweise an seinen produktionstechnischen Leiter, und wir haben über die Sicherheit der Anlage gesprochen. Und ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass es Probleme gibt bei großen industriellen Anlagen, aus meiner Erfahrung heraus, eben mit Abschaltvarianten, die wir laut der VD 0100 bringen müssen, aber im Betrieb nicht unbedingt förderlich sind. Zum Beispiel einfache FI-Abschaltung. Dann gibt es Probleme, der Kneter bleibt stehen, Anlage steht still, der Teig wird nicht fertig, dass das mit Sicherheit zu Problemen führen wird. Und ich hätte ein System am Start, was das umgehen kann, preislich in der Größenordnung Sicherheit äußerst interessant sein wird und vor allen Dingen zukunftsträchtig, weil es weiter ausgebaut werden kann. Man hat sich dann darauf entschieden, dass man erstmal eine Grundausstattung infrastrukturtechnisch in das Gebäude einbringt, um später die Möglichkeit haben, das Gerät aufzurüsten, nachzurüsten, bis vielleicht sogar in den einzelnen Stromkreis hinein zu überwachen. Jetzt im Nachhinein, die Bäckerei ist mittlerweile fast ein Jahr am Start, zeigt sich immer wieder, dass wir einiges nachrüsten, weil genau diese Fehleranalyse jetzt stattfindet und es zu Produktionsausfällen kommt, wo das System nicht mit eingebaut worden ist und im Nachgang es jetzt nachgerüstet werden wird, weil es einfach überzeugt hat und auch der Bäckermeister hat gesehen, jawohl, das ist eine tolle Technik, damit können wir arbeiten und wir sind sicher. Seitens Brandschutz, Personenschutz, alles gewährleistet. Also warum haben wir uns für das RCMS 410 entschieden? Es ist ein neues Produktreihe der Firma Bender. A, es ist platzsparend im Schaltschrank. Ich brauche wesentlich weniger Teilungseinheiten, was sich günstig auf die Verteilungsgröße auswirken wird. B, die Auswerteeinheit, die ich softwaretechnisch die Möglichkeiten habe, bietet es ein großes Spektrum an vagabundierenden Strömen, Fehlerströmen,
Oberwellen, ich kann alles auslesen, kann es visualisieren, kann es darstellen. Das sind sehr große Vorteile, um eine gezielt genaue Fehleranalyse zu machen, wenn es ein Problem in einer Anlage gibt. Die Vorteile des ERCMS 410/24 sind ganz eindeutig die Baugröße mit 1 TE. Wirklich sehr, sehr schmal, passt überall noch rein. Vier-Kanal-Gerät, hat entsprechende Frequenzanalyse, kann man gut parametrieren. Hat eine NFC für die Parametrierung mit dem Handy. Man kann also sehr schön das Ganze parametrieren und einstellen, so dass hier eine schnelle, einfache Inbetriebnahme gegeben ist und man hier auch letztendlich noch nachrüsten kann, weil hier doch noch ein bisschen Bedarf ist, wo man genauer hingucken sollte und müsste. Also unser Ziel ist natürlich hier mit der Backstube, wenn man es ganz groß sehen würde, irgendwann auch mal autark zu agieren. Generell Energiemarkt ist ein ganz, ganz großes Thema, aber auch einfach die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das heißt, wenn wir jetzt vorausschauen für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wir wollen natürlich einiges erreichen und Vorreiter an vielen Sachen sein. Und Thema Automatisierung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch bei uns in der Bäckerbranche, auch fürs Handwerk. Bei der Bäckerei Meier hat sich nach der ersten Nutzung von den Bänder-Differenzstromsystemen gezeigt, dass doch in Verbindung mit älteren Maschinen hier und da doch erhöhte Differenzströme sind, wo man noch mal sehr genau nachsteuern muss und auch weiter untersuchen muss, wo Fehlerursachen sind. Und da ist das Bänder-Differenzstromsystem ein hervorragendes System, um letztendlich das Ganze zu durchleuchten. Das ist wie beim EKG, beim Menschen, können wir hier genau in die Anlage schauen und bietet uns ungeahnte Möglichkeiten. Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit Bänder zusammen. Wir haben das gemeinsam projektiert und auch installiert. Für die Zukunft habe ich weitere Projekte am Start, wo ich sicherlich Bänder auch platzieren werde. Also ich kann es nur weiterempfehlen und für jeden Techniker, der verliebt ist, sie kriegen Fehlerströme ganz prima in den Griff.